Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf TimLP. Heute zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Wir gehen jagen in dem Jagdrevier Hirschfelden. Da waren wir letztes Mal schon. Letztes Mal waren wir ziemlich erfolgreich und ich habe beschlossen, die Folgen ein bisschen zu cutten. Das heißt, damit man nicht so lange Leerlauf hat und ihr wisst, wie es ist. Bei dem Spiel, jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, es gibt auch mal Passagen, wo man wirklich lange Zeit oder längere Zeit kein Tier sieht. Und damit das nicht ganz so eintönig wird, jetzt rede nicht dazwischen. Meine Güte, ey. Ja, ich habe sehr geschnallt. Also, damit es ein bisschen ereignisreicher ist, werde ich die neuen Folgen von The Hunter Call of the Wild cutten. Ich freue mich, dass ihr es so gut angenommen habt auf den Kanal. Das Spiel macht mir wirklich sehr viel Spaß. Es sieht wirklich schön aus. Und ja, davon wird es auf jeden Fall regelmäßig Videos geben und auch mehr Videos geben, weil es mir einfach echt viel Spaß macht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken jetzt erstmal, wir befinden uns hier in Spreeberg und letzte Mal waren wir hier, ne, hier sieht man noch den Jagddruck, jetzt bin ich hier oben in Spreeberg und jetzt, wir werden versuchen irgendwas vor der Flinte zu bekommen, ob es ein Reh ist oder Dammhirsch oder was auch immer. Ich habe mir da jetzt keine spezielle Tierart vorgenommen, weil ich auch noch Anfänger bin, natürlich. Und ich will mich da erstmal ein bisschen ausprobieren in dem Spiel. Ja, und wir müssen jetzt erstmal Munition holen. Wir könnten uns auch ein anderes Gewehr holen. Aber welches haben wir denn im Moment? Welches haben wir im Moment? Warte, das könnte ich doch auch hier sehen, ne? Im Inventar. Im Inventar habe ich gesagt. Waffen. Wir haben im Moment die Ranger. Okay. Ein Ranger mit einem ein- bis vierfachen Vergrößerungsvisier. Ja, aber wir brauchen jetzt erstmal für das Gewehr die Munition. Da nehmen wir noch die kostenlose Munition. So, da kaufen wir erstmal was. Wir hatten jetzt gerade nicht so viel Munition, jetzt haben wir wieder was. Was kostet denn, was habe ich, 22.000, fast 23.000, das ist ja schon mal gut. Gewehre, wir haben die Ranger. Okay. Oh, hier hätten wir eine höhere Präzision. Rückstoß weniger. Nachladezeit gleich. Aber da bräuchte man DLC für. Okay, ja, ich muss mir auch noch mal ein paar DLCs holen. Präzision 100. Die sieht auch geil aus. 6000. Boah, ich glaube, diesem Repetiergewehr vom Kaliber .223 fehlt zwar die Durchschlagskraft für richtiges Großwild, aber aufgrund seiner Präzision und der extrem flachen Geschossbahn ist es dennoch sehr nützlich. Das perfekte Werkzeug für Jäger, die schädliche Wildtiere auf großer Distanz ausschalten möchten. Ich gucke jetzt, ich vergleiche das mal eben mit meiner Ranger. Ja. Ich glaube, ich kaufe die. Ich glaube, ich kaufe die. Oder soll ich noch warten? Ja, hat eine sehr gute Präzision, ne? Ich kaufe die. Es ist passiert. Ich habe sie gekauft. So, dann wollen wir mal gucken. Wenn ich die jetzt, wenn ich im Inventar gehe, auf Waffen. Jetzt muss ich, guck mal, ich bin noch so weit von am Anfang, dass ich jetzt erstmal gucken muss, wie ich das austauschen kann. Waffen, Gewehre, auswählen. Muss ich vielleicht hier erstmal in den Ausrüstungsschrank, Gewehre, im Besitz, auswählen. So, kompatible Gegenstände. Besitz. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich die... Ah, okay, da habe ich sie gekauft.
Kann ich die irgendwie rübernehmen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich die auswählen kann, wie ich die austauschen kann. Okay. Oh Mann, ob wir heute noch ein Tier sehen oder ob ich nur fleißig hier Waffen versuche zu wechseln, ich weiß es nicht. Im Besitz. Ich habe kompatible Gegenstände, Remington. Hochgeschwindigkeitsgeschosse, okay. Die haben mehr Durchschlagskraft und weniger Aufpilzung. So, genau, davon kaufe ich erstmal was. Ich brauche ja ein bisschen Munition, ich kaufe erstmal 30 Schuss. Das habe ich. Jetzt ist meine Frage immer noch, wie wechsle ich die Waffen? Wie wechsle ich die Waffen? Garage? Ne, Garage ja nicht. Laden. Im Besitz. So, Inventar. Kann ich die jetzt irgendwie austauschen? Oh Leute, ey. Das ist aber irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Oder ich stelle mich gerade extrem doof an. Ach. Ich stelle mich einfach doof an. Oder? Habe ich die jetzt im Inventar? Die brauche ich dann nicht. So, jetzt mal gucken. Ne, irgendwie habe ich die nicht dabei. Die habe ich dabei. Die Pistole. Mein Feldstecher. Wieso habe ich die jetzt nicht dabei? Ich habe die doch dabei. Ich muss die da reinziehen. Ah ja. Jetzt ist die Frage, Leute, ich hoffe, wir können heute noch ein Tier schießen. Ausrüstung, Visiere, genau das. Ah ja, so langsam wird ein Schuh draus. So, jetzt Munition. Habe ich die richtige? Ach, ich habe die Munition noch da im Lager, ne? Die habe ich gar nicht mit. So, Lager, da habe ich doch Munition. Genau, das war doch die Remington. Die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Inventar gehe, kann ich die Remington Munition hier reinpacken. Aber wieso ist das Visier nicht drauf? Ah, jetzt ist es drauf. Man muss dann die Waffe einmal wechseln. Ah, okay. So, Leute, jetzt versuchen wir auf jeden Fall nochmal etwas zu schießen. Ich glaube, ich gehe hier mal unten zu dem See. Damit habe ich immer ganz gute Erfahrungen gemacht, zumindest im Wasser. Ich gehe hier aber erstmal über den Weg, weil es einfach leiser ist. Genau, jetzt gehen wir hier mal weiter. Und ja, vielleicht finden wir noch ein Tier. Schön wäre es natürlich, wenn wir heute noch hier was erlegen können. Da unten sind Spuren, oder was? Okay. Da unten wurden mir Spuren markiert, dann werde ich da auf jeden Fall mal hingehen. Das ist auch, glaube ich, ja, das geht auch da zum See runter. Dann wollen wir mal eben gucken, was da so rumkreucht und fleucht. Der Wind kommt von vorne, das ist schon mal sehr gut. Oh, ich mache hier erstmal, das sieht schön aus. Naja, ab und zu muss man auch mal hier die Landschaft genießen.
So, ich schleiche mich mal an die Spuren an. Ich weiß halt nicht, wie frisch die sind. Obwohl, ich gehe hier mal her. So, dann wollen wir mal gucken. Okay. In diese Richtung, Reh. Auf jeden Fall war da ein Warnruf. Ich habe den jetzt aber nicht gehört. Ich gehe jetzt einfach mal den Rehspuren hinterher. Vielleicht kann ich das ja, vielleicht finde ich das ja. Hier ist eine Losung. Sehr alt. Ja, egal. Egal. Ich gehe unten zum Wasser. Gucken, ob wir da was finden. Oh, da. Ein Rotfuchs. Warnruf. Rotfuchs habe ich tatsächlich noch gar nicht hier gesehen. Also in dem Spiel. Ja, der wird wahrscheinlich schon geflüchtet sein jetzt. Naja, ich versuche mich mal ranzupirschen und ich cutte mal an der Stelle. Und ja. Ja, ich cutte mal an der Stelle und wir sehen uns gleich, wenn ich was gefunden habe, was man denn hier auch schön erlegen kann. So Leute, ich habe jetzt nach langem Suchen jetzt endlich mal ein paar Tiere gefunden, ein paar Wiesens. Ich hoffe, man spricht die so aus. Ja, ich habe jetzt hier eins entdeckt, sehr leicht, umherziehend, männlich. Ja, wir versuchen da mal hinzukommen. Also ich habe sehr viele Spuren gefunden, aber sehr alte nur. Extrem leicht, das ist weiblich. Wir kümmern uns mal um das männliche Tier hier. Oh, das legt sich da ab. Gut, wir haben Ruhrgebiet gefunden. Ich versuche mich jetzt hier anzuschleichen. Erstmal gucken. Ist auch männlich. Und ja, das könnte kompliziert werden. Ich konzentriere mich auf das. Es könnte kompliziert werden mit der Waffe. Aber mein Ziel ist es jetzt, einen so einen Wiesern zu legen. Ja, ich hoffe, die bleiben in der Umgebung. Ich will jetzt hier keinen leer machen, deswegen bewege ich mich mal langsam. Wie gesagt, ich habe gerade da unten am Wasser ziemlich viele Spuren gefunden von Dammhirschen, aber weit und breit kein Dammhirsch. Habe auch immer mal mit Feldstecher geguckt. Also ich habe kein einziges Tier gesehen, gar nichts. Nur der Rotfuchs hat ein bisschen Alarm gemacht. Ja, und dann habe ich diese Wiesenspuren gesehen und bin dem ein bisschen gefolgt. Und konnte die jetzt auswendig machen. Und ja, werde jetzt versuchen, eins zu erlegen. Das ist mein Ziel für heute. Und mal gucken, ob das klappt. Ich weiß jetzt nicht, es kann auch sein, dass während ich mich hier gerade sehr professionell und sehr langsam vor allen Dingen da anschleiche, dass die schon Reis ausnehmen. Aber nee, da liegt noch eins. Ich muss nur gucken, dass ich das, was ich mir rausgesucht habe, auch gut ins Profil bekomme. Welches hatte ich mir denn rausgesucht? War das das? Ja, ich glaube, das war das. Ich gehe noch ein bisschen näher ran und versuche dann einen sauberen Lungenschuss zu setzen. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem neuen Gewehr schieße, aber das soll ja sehr präzise sein. Also ich mache mir da jetzt gar nicht Angst und Bange. So, ich glaube, von hier könnte ich ganz gut treffen, oder? Zeig doch mal deinen Kopf. Ja, im Moment sehe ich halt nicht genau, ich muss mir noch mal eine andere Position suchen. Ich habe jetzt nicht genau die Lunge gesehen oder den Vorderlauf. Daran orientiere ich mich immer. Leg mich mal hin. So. Hey, kann ich da nicht? Ist das schon voller Zoom? Ich versuch's jetzt. Ich habe nochmal einen gesetzt. Nochmal.
Also ich gehe jetzt mal da in die Richtung. Also ich glaube schon, dass da muss auf jeden Fall, das muss tödlich getroffen sein. Also ich weiß, dass die ziemlich viel aushalten, aber das muss ich getroffen haben. Ich suche jetzt mal nach der Blutspur und versuche da mal hinterher zu gehen. Also es lag auf jeden Fall hier. Tödlicher Treffer, ja. Dachte ich mir schon. Ich muss mal eben nachgucken. Ich nehme gerade auf. So. ich muss jetzt mal hinterher gehen. Da, hier hinten. Ich hoffe mal, dass es nicht sehr weit gekommen ist. Ja, für die Großwildjagd ist es kein optimales Gewehr, das muss man sagen, ne? Aber optimaler als das, was ich vorher hatte. Optimaler als Ranger, glaube ich, weil es halt präziser war. Oder ist. So. Hier geht die Blutspur weiter. Das ist aber schon noch ziemlich weit gekommen, ne? Man sollte natürlich die Tiere hier versuchen, so schnell es geht, zu erlegen. Damit die sich jetzt auch nicht so quälen, ne? Ich weiß, das ist nur ein Spiel. Aber wir wollen es ja so genau wie möglich spielen, ne? Eine Simulation. So, hier weiter. Ich bin mal gespannt, wo das liegt. Warnruf, Wiesent, ja, alles gut. Das ist ja noch sehr weit gekommen, ne? Ah, da ist es da hinten, das? Welches ist es? Ich will jetzt auch nicht, dass sie mich über den Haufen rennen. Die können echt gefährlich werden. Ich habe da einen tödlichen Treffer gesetzt. Da liegt's. Da liegt's. Die anderen lasse ich jetzt erstmal ziehen. Da liegt's. Das sieht gar nicht so klein aus. Bronze. Also für mich jetzt schon nicht schlecht. Ja, ich habe mehrere Treffer gesetzt. Muskel, Lungenflügel links, Schulterblatt links, Lungenflügel links. Ja. Ja, wie gesagt, das war kein optimales Gewehr für die Großwildjagd. Aber ich werde das auch mal ausstopfen. Ja, komm, mein erstes richtiges Wiesent in diesem Videos. Es ist zwar teuer, aber ich werde es mal ausstopfen. Es ist nichts Besonderes, aber für mich schon. Genau, ich werde es mal ausstopfen. Und... okay, vollständig ausgestopft. Eine Trophäe ist nun im Trophäenmanager verfügbar. Okay. So, jetzt die nächsten Folgen muss ich erstmal wieder Geld machen. Ich habe in dieser Folge ziemlich viel Geld ausgegeben. Aber wir haben noch was geschossen. Wir haben eine neue Waffe. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ja, wer es noch nicht getan hat, kann kostenlos diesen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. In diesem Sinne, Weidmannsheil, viel Spaß beim Zocken, euer Tim, macht's gut, ciao.